bin Manuela, komme aus der schönen Wurster Nordseeküste und möchte heute mit euch geschmorte Ochsenbäckchen kochen mit Petersiliengemüse. Dafür habe ich mir bei meinem Metzger Ochsenbäckchen bestellt. Die hat er auch schon so weit pariert, das heißt, da ist nichts mehr dran. Parieren, also pariert heißt, er hat das Fett schon weggeschnitten. Dann habe ich mir Röstgemüse gemacht, also ich habe diesmal Petersilienwurzeln, Zwiebeln, ein bisschen Knoblauch, Möhre und Sellerie genommen. Dann habe ich noch ein bisschen Lorbeerblatt und Kräuter. Als erstes schmore ich die Ochsenbäckchen an. Die werden richtig schön heiß angeschmort. Dann nehme ich sie wieder raus aus dem Topf. Das machen wir als erstes. Schön Hitze, ein bisschen Öl rein. So, jetzt kommen die Ochsenbäckchen rein. Die werden schön angeschmort. Ich habe die vorher mit Salz ein bisschen eingerieben. Mach das aber gleich nach dem Braten nochmal. Einmal rundherum alles anbraten. So, dann nehme ich die Bäckchen erstmal wieder raus. Um jetzt das ganze Gemüse anzuschwitzen, weil das nachher der Grundstock für unsere Soße ist. Das darf auch ruhig ein bisschen anbrennen, denn dieses Anbrennen sind diese leichten Röstaromen, die ihr dann bekommt. Ihr könnt jetzt, damit wir die Soße nachher nicht mehr binden müssen, kann man jetzt schon mal so einen Löffel Mehl über das Gemüse geben oder zwei. Und das noch ein bisschen mit anrösten, immer vor dem Tomatenmark, weil Tomatenmark würde nachher bitter werden und das Mehl nimmt jetzt schon ein bisschen Farbe an und auch macht diesen Röstgeschmack halt. So, jetzt geben wir das Tomatenmark dazu. So, jetzt lösche ich das mit ungefähr 500 Milliliter Rotwein auf. Den Rest bewahren wir uns bis zum Schluss. Und ein bisschen Wasser, so dass wir jetzt die Bäckchen wieder zurückpacken können. Und die müssen richtig schön im Sud liegen. Das heißt, ruhig ein bisschen reinpacken. Dann packen wir noch die Lorbeerblätter da rein. Und das geht jetzt ungefähr für 2-3 Stunden in den Backofen. Die Ochsenbäckchen habe ich aus dem Ofen genommen. Die stehen schon bereit, um gleich die Soße abzubinden. Aber parallel dazu mache ich eben noch die Petersilienwurzeln. Die habe ich etwas kleiner geschnitten. Die koche ich jetzt so ein bisschen an. Das heißt, ich nehme erstmal oder ich karamellisiere die mit ein bisschen Zucker. Dann lösche ich die ein bisschen ab mit ein bisschen Olivenöl. Können ruhig ein bisschen Farbe bekommen. Die garen relativ schnell. Die lasse ich jetzt so an der Seite. Da kommt gleich noch ein bisschen Wasser und Zitrone dazu. Wir nehmen jetzt die Ochsenbäckchen. Jetzt nehmen wir uns ein bisschen von der Soße. Das Gemüse wird durchs Sieb gegossen. Die haben so ein bisschen Farbe. Da kommt jetzt ein Spritzer Zitronensaft zu. Und etwas Wasser. Und das lassen wir jetzt so lange reduzieren, bis die Flüssigkeit weg ist. Reduzieren heißt, dass das Wasser komplett einmal oder die Flüssigkeit komplett aufgelöst ist. So, jetzt machen wir parallel dazu die Soße. Die ist ja im Prinzip schon fertig, weil wir haben ja vorher schon das Tomatenmark und so reingetan, ein bisschen Mehl. Dadurch ist das auch schon gebunden. Was man jetzt oder was ich gerne mache, ist, dass ich ein bisschen Butter nehme, kalte Butter, um das einfach nochmal so ein bisschen aufzukochen und die bindet dann auch immer die Soße. Das kann man also zum Schluss machen. So. Man kann dann noch ein bisschen mit Pfeffer und Salz abschmecken, wenn man das möchte. Die Bäckchen schneiden wir gleich in Scheiben und machen die Soße darüber. Das kann einmal aufkochen.
parallel dazu hacke ich noch ein bisschen die Petersilie für die Petersilienwurzeln. So, ich nehme jetzt das Ochsenbäckchen raus und schneide das in kleinen Scheiben. Und man sieht, das ist butterzart. Ist immer ein bisschen marmoriert mit ein bisschen Fett, aber das liegt an den Ochsenbäckchen. Schöne feine Scheiben schneiden. Die Soße ist auch fertig. Ochsenbäckchen. Da kommt jetzt die Petersilie dazu. Und dann wünsche ich einen guten Appetit.